In Brüssel kommen am Nachmittag die Staats- und Regierungschefs der EU zusammen. Beherrschendes Thema wird der Krieg im Nahen Osten sein. Und bisher können sich die EU-Länder nicht auf eine gemeinsame Linie einigen. Zu unterschiedlich sind die Meinungen. Und das zeigt sich in der Diskussion über Formulierungen in der Abschlusserklärung. Einige Staaten wie Deutschland setzen sich beispielsweise für humanitäre Fenster ein. Andere wollen das Wort Waffenruhe in der Erklärung stehen haben. Es sind viele Flugstunden, die die Staats- und Regierungschefs der EU in diesen Tagen absolvieren, verbunden mit einer Hoffnung, mitwirken zu können, dass die Lage nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel nicht weiter eskaliert. EU-Ratspräsident Charles Michel betont in seiner Einladung zum heutigen Gipfel Israels Recht auf Selbstverteidigung im Einklang mit dem Völkerrecht. Soweit so unumstritten. Angesichts der Situation der Zivilbevölkerung im Gazastreifen, angesichts von Zerstörung und fehlendem Strom und Wasser, sieht ein Teil der EU-Staaten Handlungsbedarf. Irland hat zu einem humanitären Waffenstillstand aufgerufen, um die Lieferung von Hilfsgütern, insbesondere für die dortigen Krankenhäuser, zu ermöglichen. Das ist von äußerster Dringlichkeit. Eine Waffenruhe, während die Hamas weiter Raketen auf Israel schießt, während Menschen sterben, wie soll das gehen, fragen manche EU-Staaten inklusive Deutschland. Israels Recht auf Selbstverteidigung dürfe nicht eingeschränkt werden. Und dennoch bleibt das Ziel, den Menschen in Gaza zu helfen. Der Kampf richtet sich gegen die Hamas und nicht gegen Zivilisten. Deshalb brauchen wir humanitäre Fenster, damit den Leidenden in Gaza geholfen werden kann. In Gaza. Zeitweise humanitäre Fenster oder Waffenstillstand. Es geht um jedes Wort heute beim Gipfel in Brüssel. Tobias Reckmann in Brüssel. Nun ist der Wortlaut der Abschlusserklärung schon fertig. Bedeutet das, dass man sich inhaltlich auf eine gemeinsame Linie geeinigt hat? Ja, es sieht so danach aus, dass man da auf einem ganz guten Weg ist. Also in der Tat, es ging ja zuletzt um die sehr heikle Frage, ob man Israel zu einem Waffenstillstand, zu einer Feuerpause auffordern soll. Und da waren, haben wir gerade im Beitrag auch schon gehört, einige Länder sehr stark dafür, unter anderem Irland, aber auch Spanien zum Beispiel. Und andere Länder, eben Deutschland, Österreich, Tschechien zum Beispiel, waren eben deutlich dagegen und wollten eher eine Formulierung haben, in der man von Pausen, also vom Plural spricht. Und in den Augen dieser Länder macht das auch einen sehr deutlichen Unterschied, weil eine Feuerpause, also im Singular, eher darauf hindeutet, dass es länger andauert und dass man Israel damit im Grunde das Recht auf Selbstverteidigung abspricht. Denn das Land wird ja weiterhin angegriffen. Und diese Feuerpausen im Plural, die wären dann eher so zu verstehen, dass es nur kurze Unterbrechungen sind, also um zum Beispiel Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu bekommen, aber dass Israel sich eben natürlich weiterhin selbst verteidigen kann. Und so wie wir hören, ist das tatsächlich jetzt auch in der aktuellen Entwurf für die Abschlusserklärung so drin, also Pausen, der Plural. Das bedeutet also, dass die anderen Länder sich ganz offensichtlich eben auf Deutschland zubewegt haben. Die Bundesregierung hat ja immer ganz klar gesagt, volle Solidarität mit Israel, man stehe fest an der Seite des Landes. Und das bedeutet natürlich auch, dass man von Israel nicht fordern kann, einen Waffenstillstand einzurichten, sich nicht mehr selbst zu verteidigen, solange das Land eben noch ganz akut angegriffen wird. Also der Text ist fertig, aber wie wahrscheinlich ist nun eine inhaltliche Einigung? Naja, wie gesagt, das wäre ja dann diese Einigung. Also das war sozusagen so die letzte heikle Frage. Wie geht man mit dem Thema einer Feuerpause um? Und da ging es jetzt eben, wie gerade gesagt, um diese beiden Begrifflichkeiten, Pause gegenüber Pausen. Und so wie wir eben hören, ist das in der aktuellen Entwurfsfassung so mit drin. Es stand vorher in den vergangenen Tagen anders so drin. Da war wirklich die Rede von einer Pause, eben mit der Kritik, die ich gerade angesprochen habe, aber das scheint man eben jetzt in eine andere Fassung gegossen zu haben und sich auf Deutschland zubewegt zu haben. Also von daher würde ich jetzt von einer Einigung ausgehen. Viele in Europa haben Sorge, dass sich der Krieg in der Ost zu ihnen ausweitet. Welche Rolle spielt denn die EU am Ende in Nahost?
Da bekommt man tatsächlich sehr unterschiedliche Antworten, je nachdem, wen man fragt. Also der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn zum Beispiel, übrigens auch der dienstälteste Außenminister in der EU, hat erst am Montag in dieser Woche gesagt, dass die EU im Nahostkonflikt im Grunde so gar keine Rolle spielen würde. Der wichtigste Ansprechpartner, das seien im Grunde die USA, und zwar seit Jahrzehnten, sowohl für Israel als auch für die Palästinenser. Und der Grund dafür, warum Europa da keine Rolle spielt, sagt er, sei, dass die EU im Grunde versäumt habe, sich auf eine klare Position zu Israel zu einigen in den vergangenen Jahren. Also zum Beispiel, steht man zu einer Zwei-Staaten-Lösung oder nicht? Das hat er so gesagt. Und deswegen sei die EU eben in diesem Konflikt im Nahen Osten eher kein Player, kein Akteur, sondern nur ein Payer, also ein Bezahler. Dann sagen aber wieder andere, dass ja genau dieses Geld auch ein Druckmittel sein könnte. Momentan fließen ja nach wie vor große Summen aus Brüssel in die Region, vor allen Dingen an die Palästinenser, also Geld für humanitäre Hilfe. Und als man dann kurz nach dem Angriff sich entschlossen hatte, diese Hilfsgelder, diese Zahlungen für humanitäre Hilfe eben nicht sofort zu stoppen, hat das natürlich zum einen klar den offensichtlichen Grund, dass natürlich humanitäre Hilfe in diesen Zeiten nochmal besonders wichtig ist. Aber das zweite Argument, das eher so hinter vorgehaltener Hand genannt wurde, bestand eben darin, dass man eben dieses Druckmittel Geld nicht aus der Hand geben wollte. Und von daher ist das natürlich dann auch nochmal eine Möglichkeit oder zumindest ein Druckmittel, das man dann hier in Brüssel noch hat. Dieser Krieg in Nahost, der bekommt ja im Moment sehr viel Aufmerksamkeit. Hat das Auswirkungen zum Beispiel auf einen anderen Schauplatz, also zum Beispiel auf die Ukraine-Hilfe? Also wenn man sich hier in Brüssel umhört, mit Diplomaten spricht und so das Grundrauschen wahrnimmt, dann kommen immer die gleichen Sätze, nämlich nein, man stehe fest an der Seite der Ukraine, man stehe fest für die Hilfe an die Ukraine ein. Das Ganze wird dann auch in Zahlen nochmal deutlich. Also 50 Milliarden Euro über die kommenden 4 Jahre sind für die Ukraine reserviert, für Waffen- und Munitionseinkäufe. Das ist sozusagen so die eine Seite, aber die andere Seite zeigt dann eben doch, es gibt dann auch Sorge, dass zumindest mal dieser Krieg im Nahen Osten ein enormes Maß an Aufmerksamkeit binden kann. Ich glaube, dass das auch mit ein Grund ist, warum Präsident Zelensky heute auch noch mal zugeschaltet ist hier beim EU-Gipfel, um mit den Staats- und Regierungschefs zu sprechen, um eben auch noch mal die Wichtigkeit der Ukraine-Hilfe zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, es ist auch nicht nur der Israel-Krieg, sondern eben auch noch andere Veränderungen in der EU. Zum Beispiel hat heute der neue slowakische Premierminister Fico seinen Auftritt hier beim EU-Gipfel. Und Fico gilt als sehr russlandnah, hat im Wahlkampf dafür geworben, die Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen, will auch den NATO-Beitritt der Ukraine verhindern. Das heißt also, neben Ungarn gibt es jetzt eine zweite sehr russlandnahe Regierung in der Europäischen Union. Man muss natürlich auch noch mal so als Kontext dazu sagen, die Slowakei ist derzeit noch sehr abhängig von zum Beispiel Fördergeldern hier aus Brüssel. Und deswegen ist man an dem Punkt momentan noch, glaube ich, einigermaßen entspannt, weil man eben weiß, man hätte auch da wieder Geld als Druckmittel in der Hinterhand. Danke für diese Einordnung, Tobias Reckmann nach Brüssel.